Aber klar, vielleicht testet man es halt erstmal die kostenlose Version aus und schaut, wie man damit zurechtkommt. Und wenn es dann einem gut gefällt, dann kann man sich auch vielleicht überlegen, die Vollversion zu kaufen. Aber auch selbst mit der Basisversion ist schon echt einiges möglich. Und wirklich auch sehr nutzerfreundlich. Dann würde ich mal weitermachen, wenn keine weitere Frage ist. Okay. Dann auch nochmal zu Social Media zwei quasi Tipps, was man nutzen kann für Tools, um sein Social Media Marketing zu vereinfachen und zu verbessern auch. Das ist einmal das Facebook Creator Studio, quasi hausinterne Software von Meta. Da könnt ihr für Instagram und für Facebook eure Beiträge planen, auch analysieren und so weiter. Also das ist ziemlich gut, weil Sinn ist ja eigentlich auch, einen Plan zu erstellen und dann diesen Plan einzuhalten, damit man nicht dieses Problem bekommt, ich habe jetzt was gepostet und dann 2, 3 Tage später denkt man sich, okay, jetzt habe ich das gepostet, was soll ich denn jetzt posten? Weil irgendwann gehen einem die Ideen aus, vor allem wenn man so kurzfristig auch darüber nachdenken muss. Deswegen ist halt immer hilfreich, sich einen Plan zu erstellen. Und später mit ChatGPT komme ich auch nochmal drauf zurück. Der auch dabei, oder dieses Tool kann dabei helfen, dann euch den Plan zu erstellen oder Ideen zu geben, was man zum Beispiel posten könnte. Genau. Natürlich gibt es auch noch weitere Tools. Ich würde wahrscheinlich den meisten das Facebook Creator Studio empfehlen, weil es halt intern schon auch von Meta ist. Und nichts kostet. Later ist auch ein kostenloses Tool. Und dann gibt es auch noch viele Tools, die Geld kosten. Muss man dann halt abwägen für sich, ob sich das lohnt oder ob man auch vielleicht mit den kostenlosen Tools zurechtkommt. Genau. Dann als Beispiele für gutes Social Media Marketing kann man den VfB Stuttgart nehmen. Also der VfB Stuttgart ist allgemein ein sehr gutes Beispiel für Marketingkanäle. Auch die Website werde ich später kurz erwähnen. Die machen das sehr gut. Muss man natürlich auch sagen, die haben natürlich ein ganz anderes Budget. Die werden eine größere Marketingabteilung haben. Klar kann man das nicht so umsetzen, wie jetzt ein Verein, der in der Bundesliga spielt und Budgets hat, von denen wir teilweise träumen können. Genau, aber man kann sich einiges abschauen, auch bei den Profis, sage ich jetzt mal, wie man guten Content macht. Und jetzt als Punkte, warum es gut ist, was der VfB macht. Sie haben echt eine sehr, sehr gute Konsistenz. Einmal in der Häufigkeit, in der Regelmäßigkeit. Also es kommt jeden Tag mindestens ein Beitrag. Klar werden es kleine Vereine nicht schaffen. Aber es ist gut, wenn man so eine Regelmäßigkeit, ob es jetzt jeden Tag ist, alle 2 Tage, 2, 3 Mal die Woche. Aber Hauptsache nicht 5 Posts in einer Woche, dann 2 Monate nichts. Und dann wieder irgendwie 2 Posts in einer Woche oder an einem Tag, sondern macht es regelmäßig. Deswegen macht euch einen Plan, wie oft ihr posten möchtet oder was eure Ressourcen auch zulassen, wie oft ihr posten könnt. Dann macht euch den Plan und versucht den dann auch einzuhalten. Was man hier beim VfB auch wieder sieht, sie verwenden auch Templates, sorgt natürlich auch wieder für den Wiedererkennungswert und ist halt auch immer, sage ich mal, easy Content. Weil man es immer wieder verwenden kann und Matchday-Facts oder Matchday gibt es halt immer wieder und da muss man sich nichts neu überlegen, sondern quasi man hat die Infos schon auch. Oder auch zum Beispiel Geburtstagswünsche an die Spieler oder auch Vereinsvertreter zum Beispiel kann man ja auch in den kleineren Vereinen sind ja auch die quasi Funktionäre viel bekannter als jetzt bei den großen Vereinen, wo dann auch die Fans kennen, jetzt zum Beispiel der Präsident oder der Vorstand oder so Geburtstag hat, kann man denen natürlich auch auf Social Media dann gratulieren. Dann hat man auch immer was zum Posten. Was man beim VfB auch sieht, natürlich die Vereinsfarben sind sehr prominent vertreten. Rot und Weiß erkennt man eigentlich in jedem oder in fast jedem Beitrag. Ist natürlich auch positiv, weil die Vereinsfarben triggern natürlich auch immer ein bisschen. Weil es natürlich auch eine emotionale Verbindung ist, die viele mit ihrem Verein haben und deswegen auch mit den Vereinsfarben. Dann, was man beim VfB natürlich auch sieht, sie verwenden überall die gleichen Schriftarten, das sorgt auch wieder für eine Konsistenz und auch für den Wiedererkennungswert wieder.
auch beim schnellen Scrollen irgendwie durch Instagram, man erkennt die Schrift, man erkennt die rote Schrift. Und es ist natürlich immer gut, gerade bei dem Content-Überfluss, den man heutzutage hat auf Social Media, ist es immer gut, dann so kleine Trigger zu haben, um die Leute festzuhalten oder das Auge festzuhalten, kurz. Dann als Beispiel für einen kleineren Verein, das ist ein Kreisligist, auch aus Baden-Württemberg. Die haben über 9000 Follower oder knapp 9000 Follower, was ziemlich stark ist für so einen kleinen Verein. Also ich glaube, im Vergleich der VfB hat knapp 5 oder 6000 Follower auf Instagram, wenn ich mich nicht täusche. Und zeigt halt auch, selbst auch als kleiner Verein mit begrenzten Mitteln kann man trotzdem gutes Social Media Marketing machen. Was ich mir dann hier angeschaut habe, quasi ein bisschen im Vergleich zum VfB auch, sie verwenden auch Templates für ihre Ergebnisse und für ihre Tabellen und auch für andere Sachen. Verwenden sie Templates, sorgt wieder für den Wiedererkennungswert, was super ist und auch eigentlich relativ einfach für jeden umzusetzen, weil, wie ich es gerade gesagt habe, man sucht sich eine Vorlage aus bei Canva, passt die sich so an, wie man es gut findet, und die kann man dann immer wieder neu verwenden. Und was halt wichtig ist bei Social Media, die Leute wollen halt Teil sein. Also sie wollen quasi mit in der Kabine sein oder mit in der Halle sein. Deswegen zeigt denen möglichst viel aus eurem Trainingsalltag, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb. Auch für die Leute, die vielleicht mal nicht zu einem Spiel kommen können, dass die das Gefühl haben, sie sind trotzdem mit dabei und quasi werden trotzdem mitgenommen. Das sorgt halt immer für ein gutes Engagement, auch online, was natürlich dann auch wieder die Reichweite erhöht und wieder die Sichtbarkeit. Also es sind dann alles positive Effekte, die man hat. Und ja, also man kann sich echt bei vielen Vereinen auch was abschauen, ob es jetzt bei einem großen oder bei einem kleinen Verein ist. Also man kann sich immer Inspiration holen und quasi man muss nicht das Rad neu erfinden. Man kann auf viele Sachen zurückgreifen immer. Dann würde ich jetzt weitermachen als Social Media, wie Tom ja auch schon gesagt hat. Der Vortrag nächstes Mal wird dann noch tiefer drauf eingehen. Ich werde jetzt mit der Webseite weitermachen. Webseite ist natürlich auch eins meiner Expertisegebiete, weil ich sehr viele Websites gemacht habe schon und auch immer noch mache. Die Webseite ist immer enorm wichtig, also ob es jetzt ein Verein ist oder auch für ein Unternehmen, weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist das Aushängeschild. Das ist die erste Anlaufstelle, wenn neue Leute kommen und nach Informationen suchen über den Verein oder das Unternehmen, werden sie in den meisten Fällen als erstes auf der Webseite landen. Und da zählt dann natürlich auch der erste Eindruck. Wenn der erste Eindruck gut ist, ist natürlich schon mal positiv. Genau, gerade für Tickets, Neuigkeiten, Veranstaltungen werden die Infos in den meisten Fällen, nehme ich an, auch über die Webseite gezogen. Ist natürlich dann auch wieder eine super Monetarisierungsplattform, wie auch vorhin schon erwähnt, Ticketshop, Merchandising-Shop. Man kann da sich einiges einfallen lassen, um weitere Einnahmen auch zu generieren für den Verein. Und natürlich ist es natürlich auch wieder eine Fanbindung, wenn die Leute dann auch Merch von euch kaufen können, zum Beispiel. Und natürlich eine professionelle Webseite verleiht auch Glaubwürdigkeit. Dass professionell gearbeitet wird, ist natürlich dann für Sponsoren natürlich auch immer interessant, die quasi für euch werben wollen. Dass es halt auch ein bisschen professionell gearbeitet wird und das Geld nicht quasi rausgeschmissen ist, sondern auch einen Wert hat. Dann, ich weiß nicht, vielleicht mal kurze Zwischenfrage. Gibt es einen Verein oder gerade jemanden dabei, wo der Verein noch keine Webseite hat? Also ich nehme dann fast an, dass jeder eine Webseite hat. Ich kann mir vorstellen, dass einige, ich weiß nicht, ob ihr das dann vielleicht auch wisst oder wer dafür verantwortlich ist bei euch, auf WordPress basieren. WordPress ist eine der beliebtesten Softwares für Websites, weil es kostenlos ist, Open Source und extrem individuell anpassbar auch. Also eigentlich sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, was man damit alles machen kann. Dann gibt es natürlich auch kostenlose Dienste wie Wix oder
glaube, Ionos hat auch einen Page Builder oder fast alle großen Hoster haben mittlerweile auch Page Builder, mit denen man Websites erstellen kann. Bin ich jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, weil die schon auch oft sehr stark limitiert sind von dem, was man machen kann. Und dann halt nicht immer das möglich ist, umzusetzen, was man eigentlich gerne umsetzen möchte. Deswegen, wenn man irgendwie was machen will bezüglich Webseite, ob es jetzt komplett neu ist oder auch ein Relaunch zum Beispiel, ist es schon hilfreich, einen Experten mal zu fragen, zur Beratung zu ziehen und mit ihm dann zu schauen, welche Sachen möchte man umgesetzt haben, welche Sachen sind umsetzbar mit zum Beispiel WordPress oder Wix oder was auch nicht. Deswegen, genau. Und ja, also klar, Webseite ist manchmal auch ein ungeliebtes Thema, weil, glaube ich, sich nicht so viele Leute gern damit beschäftigen. Aber Aktualität ist auch wichtig. Also klar, es ist besser, eine Webseite zu haben, als keine Webseite zu haben. Aber wenn es jetzt so eine sehr alte Webseite ist, die nicht mehr wirklich funktional ist, dann muss man sich vielleicht Gedanken auch darüber machen, ob man das irgendwie ein bisschen neu gestaltet. Ja. Was auch sehr wichtig ist, also jetzt hier als Beispiel die VfB-Webseite. Ich gehe jetzt nicht durch alles durch, weil es kann, also es ist ein bisschen viel Text und ist vielleicht auch für den Nachgang nochmal zum Durchlesen. Was halt natürlich sehr wichtig ist, dass die Informationen schnell zur Verfügung gestellt werden. Da ist eine klare Navigation sehr hilfreich, wie man jetzt beim VfB auch sieht. Das sind die wichtigsten Links oben direkt vertreten oder ganz oben links auch mit dem Shop-Tickets. Also quasi gibt den Leuten schnell das, was sie am dringendsten suchen, dass sie nicht jetzt überall auf der Webseite nach den Infos suchen müssen, die sie gerne hätten. Kurze Frage, Hendrik. Ja. Der Heiko, der nutzt Typo 3. Kennst du Typo 3? Was hältst du davon? Typo 3 kenne ich auch. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass es vollkommen okay ist, die Software. Ich hatte aber schon auch oft die Erfahrung, dass gerade die Wartung und Updates ziemlich kostenintensiv sind. Ich selbst habe wenig Berührungspunkte mit Typo 3 gehabt eigentlich bisher, aber eignet sich auch als Website-Plattform oder Software. Ja, also ich bin quasi Vertreter mehr von WordPress, weil es halt extrem individuell möglich ist und auch oft für Laien möglich ist, da Updates zu machen und man braucht nicht unbedingt einen Experten dafür dann im Nachgang. Ja, aber also es gibt natürlich auch mehr Plattformen als WordPress oder Wix, wie zum Beispiel Typo 3 und weitere. Aber ja, Typo 3 habe ich halt schon öfter mitbekommen, dass es auch ziemlich kostenintensiv sein kann, je nachdem wahrscheinlich auch, was für einen Dienstleister man da nutzt. Ja. Kann man bestätigen. Das ist Kann man so. bestätigen. Okay. Das kann man wirklich so bestätigen. Es ist so. Typo 3 ist immer wieder Updates, die man machen muss und die sind kostenpflichtig und treibt die Genau. Kosten hoch. Kann man, da gibt es auch andere Lösungen. Ja, also deswegen bin ich halt Fan von WordPress, weil WordPress Open Source, also für WordPress selbst zahlt man nichts. Dann gibt es noch extrem viele Plugins, also die dann Funktionen in die Webseite bringen, die auch kostenlos sind. Natürlich gibt es auch Premium-Plugins, für die dann was zahlen muss. Aber trotzdem sind die Kosten echt überschaubarer und halt viel besser steuerbar als wie jetzt zum Beispiel bei Typo 3, wo dann Updates kommen, die man machen muss, aber dann irgendwie nicht mal selber ausführen kann, sondern irgendwie dann einen Dienstleister beauftragen muss, der das dann macht und der natürlich dann dafür auch nochmal abkassiert. Bei WordPress, wenn man da jemanden hat, der sich ein bisschen, also nicht auskennt, aber so ein bisschen damit beschäftigen möchte auch, der kriegt das auch selber hin, die Updates dann auszuführen. Deswegen ist es halt schon auch ein Kostenfaktor. Und vielleicht auch gerade für kleine Vereine schon auch interessant, dann halt was zu haben, was irgendwie kostengünstiger ist oder wo dann nicht dann irgendwie die Keule kommt und das heißt, jetzt kosten die Updates nochmal 2000 Euro. Ja, also ich bin Fan von WordPress, aber natürlich gibt es da bestimmt auch andere Experten, die was anderes bevorzugen. Ja. Genau.
Was natürlich auch wichtig ist für die Webseite, dadurch, dass eine zentrale Anlaufstelle auch ist, sind die Kontaktmöglichkeiten. Also es ist sehr wichtig, dass ihr auf der Webseite möglichst einfach Zugang zu Kontaktmöglichkeiten habt, weil Leute immer wieder Fragen haben. Und da solltet ihr möglichst keine Hürden in den Weg werfen, damit die Leute euch kontaktieren können. Ob es jetzt eine Telefonnummer ist oder E-Mail, ist eigentlich völlig egal, aber Hauptsache, man kann den Kontakt herstellen. Und natürlich auch, wenn man zum Beispiel jetzt eine WordPress-Webseite macht, kann man auch einen Shop dran anbinden und dann zum Beispiel Trikots verkaufen oder Schals verkaufen oder was ihr alles für Merchandise-Artikel habt. Da wird es ja wahrscheinlich noch viele andere Dinge geben, die man auch dann online verkaufen kann. Oder wenn man auch keinen Shop hat, dass man zumindest die Produkte präsentiert und sagt, ey, wir haben hier Shirts oder wir haben Pullis oder Vereins-Merchandise, den ihr bei uns kaufen könnt, im Vereinsheim oder bei der nächsten Veranstaltung zum Beispiel. Also es ist halt wieder super, um Werbung selbst für sich auch zu machen. Und wie vorhin auch wieder erwähnt, die Sponsorenpräsentation ist natürlich auch wieder super möglich, wenn man eine schöne professionelle Webseite hat. Dann sieht es natürlich auch der Sponsor gerne, wenn er da schön präsentiert ist, anstatt auf irgendeiner uralten Webseite, die irgendwie langsam lädt und nicht mehr so gut funktioniert. Das ist natürlich immer ein bisschen attraktiver, auch für Sponsoren, da eine schöne Webseite zu haben. Und auch als wichtiger Punkt, wahrscheinlich auch schon viele gehört mittlerweile, die Mobiloptimierung ist heutzutage Pflicht. Das kann man nicht vernachlässigen, weil der Großteil mittlerweile des Traffics über Mobilgeräte kommt und nicht mehr über Desktops. Und wenn ihr dann eine Webseite habt, die man nicht nutzen kann, mobil oder keine Infos drauf findet oder schlecht bedienbar ist, sieht nicht so gut aus, wirkt nicht wirklich professionell und es ist jetzt heutzutage auch kein Hexenwerk mehr, so eine Webseite mobil zu optimieren. Ja, sollte auf jeden Fall möglich sein und ist auch echt unerlässlich, also sollte man nicht vergessen. Hendrik, eine Frage. Also, Yep. das habe ich jetzt nur von einem Verein mitbekommen. Vielleicht hast du woanders gehört. Es gibt tatsächlich auch schon Vereine, die in ihren Ticket-Shops jetzt kein Merchandise im klassischen Sinn anbieten, sondern irgendwie so Alternativleistungen für Mitglieder oder Fans, die nicht zu Spieltagen kommen. Also beispielsweise eine digitale Currywurst, ein digitaler Kuchen, ein digitales Bier. Gewissermaßen, dass man halt sowas dann. Wenn man sagt, okay, man ist eigentlich bei jedem Spieltag, aber kann jetzt an dem Wochenende nicht und schmeißt immer 5 oder 10 € in die Vereinskasse rein, dass man solche Sachen über einen Webshop machen kann. Hast du da schon andere davon gehört? Solche Also Sachen? habe ich bisher noch nicht so viel drüber gehört, aber klar, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, an die Corona-Zeit, da haben auch einige Vereine quasi Tickets verkauft für Spiele, die nicht stattgefunden haben, um halt den Mitgliedern eine Chance zu geben, den Verein zu unterstützen und jetzt nicht einfach nur quasi die klassische Spende, sondern halt quasi ein kleines Gimmick dazu zu geben, wie jetzt zum Beispiel du mit der digitalen Bratwurst oder vielleicht irgendwie was für die Kaffeekasse. Also da kann man kreativ werden oder dann halt Tools nutzen, um sich ein paar Ideen geben zu lassen, wie zum Beispiel ChatGPT. Muss man nicht immer quasi selber auf alles kommen, sondern man kann sich auch echt viel abschauen, ja. Und noch, zweite Frage noch, weil du gerade vorhin den Instagram-Kanal vom VfB gezeigt hast. Wie Ja. würdest du sagen, ist da das Verhältnis zwischen tatsächlich reiner Werbung, Werbepost und so Matchdays, Matchfacts? Oder haben die alle schon gebrandet, also diese Matchdays, Matchfacts und so weiter? Kann man das gar nicht so arg trennen gewissermaßen, weil eigentlich überall irgendwo ein Partner immer drauf ist, oder haben die da? Also das ist natürlich auch wieder ein Faktor, wie zum Beispiel diese Matchday-Facts. Man kann entweder sagen, man verkauft es an einen Sponsor direkt, der quasi das präsentiert. Oder halt auch, dass man alle Sponsoren präsentiert oder auch gar keinen. Aber es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Matchday-Facts oder das Spielergebnis oder so von jemandem nochmal extra sponsoren lässt, und da dann immer das Logo nochmal einbindet. Also das ist auch auf jeden Fall interessant. Beim VfB bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die da unten auch dann nochmal ein Sponsoring explizit erwähnt haben.
Wobei ich eigentlich glaube, dass der VfB allgemein quasi bei Social Media mehr Wert auf Image und Sichtbarkeit legt und jetzt nicht so stark auf die Sponsorenpräsentation. Dann würde ich mal weitermachen, wenn es keine weitere Frage war. Oder wurde die Frage beantwortet, Tom? Ja, alle. Und wir haben schon. Okay. Dann das E-Mail-Marketing. Quasi auch ein schöner Marketingkanal, den man nutzen kann. Was ein großer Vorteil vom E-Mail-Marketing ist, im Vergleich zum Social-Media-Marketing. Dadurch, dass man seine Empfängerliste hat, hat man auch schon seine Zielgruppe und weiß eigentlich schon relativ genau, was die Leute interessiert und kann sie dadurch auch halt viel gezielter ansprechen als auf Social Media, wo man halt eigentlich schon auch ein bisschen allgemeiner bleiben sollte, weil es ja auch Leute gibt, die jetzt nicht direkt zum Verein gehören, sondern sich vielleicht nur dafür interessieren. Hat man beim E-Mail-Marketing nicht, weil man da schon direkt weiß, dass die Leute definitiv interessiert sind, weil sonst hätten sie sich auch nicht zum Beispiel für den Newsletter angemeldet. Auch ein Vorteil von E-Mail-Marketing ist natürlich dadurch, dass alles digital ist. Man hat keine Printkosten. Dadurch auch ein relativ kostengünstiger Marketingkanal. Klar, man muss dann bedenken, je nachdem, wie viele Empfänger man hat in der E-Mail-Liste auch. Es gibt einige Tools, die man nutzen kann, um solche Kampagnen zu planen oder Newsletter zu planen auch. Die meistens in der Basisversion auch kostenlos sind. Je nachdem, wie viele Empfänger man dann in der Liste hat, werden die dann auch kostenpflichtig. Also in der nächsten Slide kommt es dann auch nochmal als Beispiel. Das sind zwei Tools, die man nutzen kann. Bei dem einen sind es 500, bei dem anderen sind es 1000 kostenlos und danach kostet es dann halt Geld. Aber die Tools sind auch in der Regel nicht allzu teuer. Genau, dann auch wieder beim E-Mail-Marketing ist auch wieder wichtig die Konsistenz, die Regelmäßigkeit. Es sollte immer quasi so geplant sein, dass auch die Leute wissen, da kommt dann jetzt bald was. Jede Woche wird wahrscheinlich zu viel sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Ziel hat, einmal im Monat einen Newsletter rauszuschicken, dann sollte der auch wirklich einmal im Monat kommen und nicht einmal am Anfang des Monats, einmal am Ende, sondern am besten immer um den gleichen Zeitpunkt herum, zum Beispiel in der ersten Woche jetzt. Aber halt immer diese Regelmäßigkeit bewahren, damit sich das ein bisschen einbrennt, auch in den Kopf. Da müsste doch was kommen und dann achtet man auch eher darauf, wenn es dann wirklich kommt. Und was natürlich auch wieder super ist, man kann sich da auch wieder relativ viel vorbereiten. Man kann den Mitgliedern oder Spielern zum Beispiel gratulieren zum Geburtstag, man kann erinnern an die Weihnachtsfeier und so weiter. Und man kann natürlich die Leute dann auch immer persönlich ansprechen. Zum Beispiel, hey Torben, alles Gute zu deinem Geburtstag. Wir sind froh, dass du bei uns im Verein bist. Bleib, wie du bist und wir freuen uns aufs nächste Spiel oder ähnliches. Da kann man sich halt im Vorfeld gut Gedanken drüber machen, was man zum Beispiel, was cool wäre, was man gerne machen würde. Und das dann auch oft automatisieren, wenn man zum Beispiel die Geburtsdaten hat oder dann halt an Veranstaltungen erinnern. Genau, als letzter Punkt dann auch nochmal die Erinnerung als Werbung für Ticketverkäufe, an Spiele erinnern, Turniere, allgemeine Veranstaltungen. Also es ist echt ein gutes Tool, um halt direkt nochmal die Leute anzusprechen und an Sachen zu erinnern. Dann hier als zwei Tools, die ich da vorstellen würde, ist einmal Mailchimp, haben vielleicht sogar manche schon mal gehört. Ist ein sehr beliebtes E-Mail-Marketing-Tool, ziemlich weit verbreitet auch. Und wie gesagt, hier ist die kostenlose Basisversion bis 500 Empfänger kostenlos. Danach kostet es Geld. Und da kann man dann auch die Kampagnen anlegen, planen und so weiter und auch im Nachgang analysieren, wie die geöffnet wurden oder wie die Öffnungsraten waren und so weiter und so fort. Als weiteres Beispiel MailerLite, das habe ich zum Beispiel auch oft genutzt für meine Newsletter-Kampagnen, das ist auch ein super Tool, bis zu 1000 Empfänger sogar kostenlos, danach kostenpflichtig und hat auch die gleichen Funktionen wie Mailchimp, dass man planen kann, automatische E-Mails versenden kann und so weiter und auch die Analyse dann im Anschluss natürlich. Da gibt es auch viele verschiedene Anbieter, ich habe jetzt einfach nur mal zwei rausgesucht, mit denen ich auch schon mal gearbeitet habe.
Und hier auch nochmal, auch bei den E-Mails ist es wichtig, verwendet eure Vereinsfarben, nehmt quasi euren Brandguide, den ihr dann erstellt habt, und versucht, dass ihr immer und immer wieder die gleichen Inhalte quasi oder die gleichen Schriftarten, gleiche Farbpalette benutzt, damit die Leute immer eure Inhalte wiedererkennen, egal wo es jetzt ist, ob es jetzt bei der E-Mail ist oder auf Social Media zum Beispiel. Dann Tipps, wenn jetzt vielleicht jemand die Frage hat, wie bekomme ich überhaupt die Leute dazu, dass sie sich da in eine E-Mail-Liste eintragen. Was immer eine gute Möglichkeit ist, sind Gewinnspiele. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Spielertrikots oder Spielerinnen-Trikots habt, die vielleicht sogar noch signiert sind, ist natürlich immer interessant für einen Fan oder Mitglied auch, das zu gewinnen. Und da könnt ihr dann natürlich auch die Leute gut dazu bringen, dass sie sich zum Beispiel zum Newsletter anmelden und dann bei einer Verlosung für ein Trikot oder für andere Sachen mitmachen können. Dann auch quasi wieder die Verknüpfung zum anderen Marketingkanal Webseite. Natürlich ist es auch immer hilfreich, dann auf der Webseite auf den Newsletter hinzuweisen. Und da auch nochmal die Möglichkeit zu geben, dass die Leute sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen können, weil ihr die dann quasi immer habt. Ihr könnt denen immer wieder dann neue Informationen geben und landet immer wieder im Postfach und müsst nicht darauf hoffen, dass die Leute irgendwie auf Instagram euren Beitrag entdecken unter der Flut von anderen Beiträgen, sondern ihr wisst, es kommt an. Was natürlich auch dann hilfreich ist, damit es auch ein bisschen attraktiv oder interessant ist, sich für diesen Newsletter anzumelden, dass ihr vielleicht sagt, dass da ab und zu exklusive Inhalte drin sind, die man vielleicht auf den anderen Kanälen entweder nicht oder zumindest nicht in der Fülle oder in der Ausführung bekommt. Als Ideen zum Beispiel exklusive Rabattaktionen für die Leute, die in der E-Mail drin sind. Vielleicht fürs nächste Ticket, fürs nächste Spiel oder für das Merchandising-Produkt. Je nachdem, da kann man sich einiges einfallen lassen. Spielerinterviews habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen, dass man ausführliche Spielerinterviews dann bekommt, die vielleicht auf Social Media nur ein Ausschnitt zu sehen ist. Aber ja, dass man halt ein bisschen guckt, dass das auch interessant ist für die Leute, sich da anzumelden, weil jeder von euch kennt es wahrscheinlich auch, man bekommt ziemlich viele Newsletter und viele sind auch nicht so super interessant. Deswegen versucht es möglichst interessant zu gestalten, damit die Leute auch ein Interesse haben, da E-Mails von euch zu bekommen. Genau, dann als weiterer Punkt noch als Marketingkanal sind natürlich immer die Events oder Veranstaltungen, Spiele dann bei euch. Da muss ich wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel euch dazu erzählen, weil ihr da die größeren Experten seid. Ihr habt jedes Wochenende Spiele und Veranstaltungen, die ihr habt. Aber ja, auch wieder die positiven Aspekte. Man hat einen direkten Kontakt zum Publikum, ob es jetzt die Mitglieder sind oder vielleicht auch Neuinteressierte. Man kann direkt die Leute ansprechen. Was natürlich auch positiv ist, wenn die schon auf eurer Veranstaltung sind, sind sie wahrscheinlich schon mal grundsätzlich interessiert an eurem Verein oder an der Sportart oder im Allgemeinen. Und ist natürlich dann einfacher, solche Leute dann auch zu überzeugen, vielleicht in den Verein einzutreten oder zumindest zu den Spielen regelmäßig zu kommen und durch die Ticketeinnahmen dann ein bisschen Geld dazulassen. Was auch natürlich immer super ist, auf Events, ihr könnt auf eure anderen Kanäle verweisen, auf Social Media, auf eure Webseite mit eurem Shop zum Beispiel oder auch dort quasi E-Mail-Adressen sammeln für eure E-Mail-Liste. Und natürlich auch quasi die physische Präsenz, dass man da ist, ist natürlich auch super, weil die Leute gehen gerne auf Veranstaltungen, auch gerade wenn es jetzt nicht in der Stadt ist, zum Beispiel in einem kleineren Dorf oder in einer kleineren Stadt, da sind Sportveranstaltungen oder Allgemeinveranstaltungen ja auch immer was, wo man gerne hingeht. Und man zeigt dann einfach auch Präsenz in der Gesellschaft allgemein, dass man da ist als Sportverein und auch Teil der Gesellschaft ist. Ja, deswegen auf Events und Veranstaltungen, glaube ich, muss ich weniger stark eingehen, weil ihr da selber auch schon die Expertise habt. Außer ihr habt natürlich jetzt Fragen, könnt ihr mich natürlich auch gerne fragen, zu meinen Meinungen noch. Jetzt kommen wir ein bisschen dazu, wie man die einzelnen Kanäle dann miteinander verknüpfen kann auch.
Das sollen jetzt, also das ist jetzt keine vollständige Liste natürlich, sondern nur Ideen und Anregungen, wie man die verknüpfen kann. Könnt euch da auch kreativ selber Sachen auslegen, wie man das verknüpfen kann. Aber jetzt zum Beispiel für Social Media kann man natürlich immer super auf den Kanal Events und Veranstaltungen hinweisen, auf Spiele erinnern. Und dann habt ihr auch wieder die Templates, die ihr vorhin angelegt habt. Ihr könnt eure Matchday-Facts bringen, ihr könnt vielleicht den Spieltagskader präsentieren und so weiter und so fort. Also da habt ihr dann eigentlich immer Material, mit dem ihr was machen könnt und euren Social-Media-Content weiter aufbauen könnt. Und dann klar, Ticket-Vorverkauf auf der Webseite, da könnt ihr auf eure eigene Webseite verweisen, dass jetzt zum Beispiel der Vorverkauf losgeht für Tickets und Leute dann auf die Webseite, auf den Kanal Webseite lotsen. Und unten dann nochmal CTA, also Call to Action nennt sich das quasi. Das ist eigentlich nur ein Handlungsaufruf, zum Beispiel auf Social Media dann auch. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ein Gewinnspiel machen würde mit einem signierten Trikot, könnt ihr auf Social Media darauf hinweisen, ey, wir verlosen ein signiertes Trikot. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann melde dich doch für unseren Newsletter an. Dann habt ihr die Leute auch schon mal in eurem E-Mail-Marketing-Kanal, was dann natürlich auch hilfreich ist. Und ja, genau, also im Prinzip versucht man halt, die Leute von dem einen Kanal auch auf den anderen zu bringen und auch wieder zurück, dass sie halt quasi zwischen den Kanälen auch wechseln können und immer eigentlich bei euch bleiben. Auf der nächsten Folie komme ich dann auch nochmal darauf zurück, warum ich es persönlich auch wichtig finde, dass man die Marketingkanäle verknüpft. Also das sage ich dann gleich nochmal. Dann klar, auf der Webseite kann man dann auch wieder aufs E-Mail-Marketing verweisen, auf die Events und Veranstaltungen verweisen und natürlich auch wieder auf eure Social-Media-Kanäle oder auch zum Beispiel Social-Media-Inhalte auf der Webseite nochmal einbinden und verlinken. Genau, dann haltet ihr die Leute da auch bei euch fest. Im E-Mail-Marketing kann man das gleich natürlich dann auch wieder in die andere Richtung machen, dass man regelmäßig zum Beispiel immer nach einem Spieltag versendet und vielleicht dann auch ein Newsletter und verweist dann nochmal auf die Webseite, wo vielleicht der Spielbericht ist und nochmal die Bilder vom Spieltag oder vielleicht sogar ein Video vom Spieltag oder Ausschnitte oder Zitate, alles Mögliche. Könnt ihr auch wieder auf die Webseite zurückverweisen und dann natürlich von der Webseite werden die Leute dann wieder zum Beispiel auf Social Media oder auf die weiteren Events dann verwiesen. Also man versucht halt möglichst eng die Verknüpfung zu haben und dass man von jedem Kanal auf den nächsten springen kann, ohne dass man da irgendwie große Probleme hat, sondern das einfach schön flüssig ist. Und auf Events kann man natürlich auch wieder für sein eigenes Social Media dann wieder nutzen und zum Beispiel sagen, wir machen jetzt einen Vereins-Hashtag oder zum Beispiel der VfB mit Volleyball verbindet als Hashtag, könnt ihr natürlich dann auch eure Fans oder Zuschauer zu motivieren, ihre eigenen Inhalte hochzuladen mit dem Hashtag und ihr könnt dann quasi darauf zurückgreifen, auf diesen Content und dann natürlich auch wieder die Zuschauer mit einbeziehen, was dann natürlich auch wieder die Bindung stärkt zum Zuschauer, weil er sich mit einbezogen fühlt und das ist, glaube ich, immer sehr positiv für das Engagement allgemein, wenn man die Leute halt teilhaben lässt und immer wieder mit einbezieht und auch persönlich auffordert, dass sie was machen sollen, aktiv werden sollen, dass es halt ein schönes Miteinander auch ist. Der Martin hat eine Frage. Ja, sehr gern. Ja, genau. Ich habe eine Frage genau zu diesem Thema. Es wurde ja von Phoenix 2 auf Samsung umgestellt. Und in diesem Zuge wurde die Homepage von der VfW auch überarbeitet, angepasst. So, genau. Und jetzt ist Folgendes. Früher war es so, dass bei der Homepage vom VfW konnte jeder Verein eine Suche bieten. Aktionen starten. Das heißt zum Beispiel suche Spielerin oder biete mich als Trainer an oder sowas. Mhm. Wir im Verein haben jetzt zum Beispiel das Problem, wir suchen
wie viele Vereine offensichtlich, das ist so, ein Trainer. So, wir haben das zwar in unserer Homepage entsprechend hinterlegt, dass wir Trainer suchen für Jugend, für Damen-Zweimannschaft, wie auch immer. Hatten das auch beim VLW gut in Suchen-Kriterium einbinden können. Können wir jetzt aber nicht mehr, oder wie ist das? Kann man diese, ich sage jetzt mal Instagram, auch mit dem VLW Instagram integrieren? Also wie ist das jetzt genau gemeint, dass die Instagram-Kanäle der Spielerinnen jetzt zum Beispiel beim Instagram-Kanal vom VLW auftauchen? Oder? Ja, also es ist so, wir suchen einen Trainer. So, und wenn das Ganze jetzt auf Instagram ist oder auch auf der Website, wie kann das jetzt auf Instagram vom VLW auch publik werden? Verknüpft worden, wie Sie ja gerade die Verknüpfung der Marketingkanäle. Also klar, es ist kein Marketing, es ist eine. Ja, doch, also klar, im Prinzip ist es auch wie Personalmarketing. Also quasi, es wird ja gesucht nach Personal und im Prinzip kann man dafür auch Marketing machen. Also Personalmarketing ist auch bei vielen Unternehmen in den letzten 2-3 Jahren ziemlich großes Thema geworden, weil alle Personalprobleme haben oder Mangel haben, gutes Personal zu finden auch. Aber klar, automatisch funktioniert das jetzt natürlich nicht, wenn ich jetzt auf der Webseite schreibe, dass wir einen Trainer suchen, dass es dann auch auf Instagram auftaucht. Man müsste dann halt Inhalte erstellen. Was dann halt wahrscheinlich positiv ist, man könnte halt die Spielerinnen nutzen, die wahrscheinlich relativ große Reichweiten haben als einzelne Spielerinnen, dass die quasi diese Posts dann nochmal teilen, weil sie halt eine ganz andere Reichweite haben. Aber da müsste man dann halt quasi zum Beispiel den Brand Guide hernehmen vom VLW, dann auf Canva gehen oder auf ein anderes Tool, sich eine schöne Vorlage erstellen, Trainer gesucht mit einem schönen Bild, also dass es halt quasi auch ein bisschen ins Auge sticht, weil ich kann mir jetzt vorstellen, auf der Webseite wird das jetzt vermutlich nicht so prominent sein, dass es einem direkt auffällt. Und wenn das halt ein brennendes Thema ist, dann sollte man das halt möglichst prominent auch nach außen tragen und auch auf Social Media zum Beispiel öfter mal teilen, als Beitrag zum Beispiel oder auch als Story. Also da muss man dann quasi schon selber das Heft in die Hand nehmen und dann auf Social Media quasi diese Posts erstellen und teilen lassen. Also so ganz automatisch. Es war halt bisher so, wenn ich das bei VLW Untersuchen gemacht habe, dann weiß ich, bei VLW sind unheimlich viel mehr Leser vorhanden, die VLW-Seite aufrufen, wie unseren kleinen Verein und unser Instagram oder unseren Verein selber. Die Website, die wird da nicht so aufgerufen. Ja. Darf ich ganz kurze Anmerkung von meiner Seite? Ich weiß, was der Martin meint. Wir haben Bieten und Suchen früher gehabt auf unserer Homepage. Da konnten die Vereine selber was einstellen. Ist ganz interessant, ich habe gerade parallel nachguckt, das gibt es immer noch. Wir haben immer noch Spieler- und Trainersuche. Allerdings wird hier Beitrag auf Instagram-Kanal verlinkt. Irgendwas muss man hier tun, damit es dort erscheint. Es ist noch nichts drin. Torben, vielleicht genau. Kannst du das mal mitnehmen. Ich kann auch eine kurze Anmerkung dazu bringen. Also tatsächlich dieses okay. Plugin, was wir damals hatten, dieses, dass man das automatisch die Anfrage hochlädt, so wie Martin es erklärt hat, und wir das dann nur noch bestätigen und online stellen müssen, das gibt es auf SAMS aktuell nicht. Also dieses Plugin, das ist tatsächlich auch etwas, was wir auch sehr schade finden, auch bei SAMS auch schon angeregt haben, dass sowas vielleicht in Zukunft eine gute Idee ist tatsächlich, weil das gut bei uns angenommen worden ist. Da können wir jetzt aktuell nicht sagen, wie lange das jetzt dann dauern wird, bis das Plugin da ist oder ob es überhaupt gemacht wird. Also wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt eine Multi-Vadanten-Plattform haben und verschiedene andere Interessen auch. Das andere Thema, was wir jetzt haben, da sind wir jetzt gerade dabei, weil wir jetzt wissen, dass wir diese Suche nicht mehr über
über unsere Homepage machen können. Wir versuchen gerade, den gewissermaßen einen Arbeitsablauf und ein Konzept zu erstellen, wie wir das auf Social Media machen wollen. Also da wird es dann irgendwann in Zukunft auch eine Nachricht geben. Bitte nehmt als Hashtag VLW und Trainersuche und wir schauen dann regelmäßig in Social Media, welche Vereine das entsprechend hochgeladen haben und teilen das dann. Also da ist es aktuell so, dass wir gerade dabei was auszuarbeiten. Aber keine Sorge, wir wollen ein ähnliches Angebot auch wieder für die Zukunft da mit integrieren. Also das wird wieder kommen, leider nicht mehr so, wie es früher mal war, vielleicht irgendwann mal so, wie es früher war, aber in anderer Form werden wir aber euch darüber informieren, wie wir das dann handhaben werden. Ja, also klar, es ist hilfreich, dann den VLW als Hebel zu nutzen, weil halt natürlich viel mehr Mitglieder dabei sind als jetzt für den Einzelverein. Da ist es dann halt hilfreich, dass man quasi die Bemühungen dann auch miteinander vernetzt und verknüpft. Ja, das ist natürlich schon sehr hilfreich. Dann würde ich vielleicht weitermachen, wenn es jetzt nichts offen war. Okay. Also wir sind auch schon beinahe am Ende des Vortrags. Genau. Jetzt dann nochmal genau, warum ich das für sehr wichtig halte, dass die Marketingkanäle auch verknüpft werden. Es ist halt sehr positiv dadurch, dass man ja auch einen relativ breiten Schnitt hat quasi von der Gesellschaft, von jung bis alt. Es wird manche Vereinsmitglieder, die nicht so gerne auf Social Media unterwegs sind, auf Instagram oder vielleicht sogar gar kein Instagram haben. Deswegen ist es halt da wichtig, wenn man die Marketingkanäle verknüpft hat, dann ist es eigentlich relativ egal, wo man die Leute abholt. Sie sind immer ein Teil vom Verein und niemand hat das Gefühl, irgendwie ausgeschlossen zu sein, egal welchen Kanal er jetzt präferiert, ob er jetzt lieber gerne auf der Webseite schaut oder gerne auf dem Instagram-Kanal-Account ein bisschen rumschaut. Das ist halt super, wenn man dann alle verknüpft hat miteinander, dann lässt man niemanden im Regen stehen, sondern holt immer alle ab und jeder kann halt teilnehmen daran am Verein. Und das finde ich schon sehr positiv. Und dann natürlich auch wieder wie bei den anderen Einzelpunkten davor, die Bindung zu den Fans und Mitgliedern wird verstärkt, weil sie näher am Geschehen dran sein dürfen und teilhaben dürfen, auch wenn sie jetzt nicht vor Ort sein können oder sind. Und natürlich auch wieder über alle Kanäle hinweg, wenn man einen professionellen Auftritt hat, ist es natürlich auch dann gut in der Verhandlung mit einem potenziellen Sponsor zum Beispiel, dann auch quasi sagen zu können, wir haben einen größeren Werbewert als jetzt vielleicht ein Konkurrent von uns und deswegen möchten wir auch für unsere Werbefläche besser bezahlt werden oder für unseren Werbewert dann letztendlich, genau. Und natürlich auch die Reichweite wird erhöht, man verliert niemanden, sondern man kann quasi, egal von welchem Kanal oder auf welchem Kanal man gerade jemanden gefunden hat, jemand Neues, man kann die auf die anderen Kanäle schicken und quasi so das dann zu seinem Vorteil nutzen, um möglichst viel Positives dann auch für den Verein rauszuholen. Und ja, deswegen finde ich es halt sehr wichtig, gerade was das Gemeinschaftsgefühl anbelangt, dass man quasi niemanden alleine lässt und sagt, man macht jetzt nur Social Media und die Hälfte vom Verein hat kein Social Media oder ist da nicht so unterwegs. Deswegen ist es da relativ gut, wenn man dann überall quasi seine Finger ein bisschen im Spiel hat und es dann auch ein bisschen miteinander verknüpft. Dann als letzter Punkt, quasi als mehr oder weniger Cheatcode fürs Marketing, künstliche Intelligenz oder in dem Fall ChatGPT. Wird wahrscheinlich mittlerweile auch jeder schon mal davon gehört haben, vielleicht sogar auch schon selbst verwendet haben. Ich nutze es auch oft, weil es einfach ist ein super starkes Tool. Der Fantasie sind echt fast keine Grenzen gesetzt, was man damit machen kann. Und man kann es halt super als Hebel benutzen fürs eigene Marketing. Gerade wenn jetzt zum Beispiel nur ihr alleine als Verantwortlicher fürs Marketing irgendwie im Verein alles managen müsst,
wisst ihr ja dann selber, was das für ein Aufwand sein kann und was man da für kreative Energie reinstecken muss teilweise, damit man sich nicht immer wiederholt, sondern auch immer wieder was Neues hat. Und ja, da kann ich jedem nur empfehlen, wenn man da quasi Probleme hat oder irgendwie ein bisschen Inspiration braucht oder ein bisschen Hilfe braucht, dann würde ich das auch empfehlen zu nutzen, weil wenn man die Möglichkeit hat, wie wir heutzutage sowas zu nutzen, dann wäre es fast blöd, es nicht zu tun. Und jetzt quasi, wie gesagt, der Fantasie sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt wirklich ChatGPT eigentlich alles fragen. Ich habe jetzt mal als kurzes Beispiel verwendet, habe da vorhin mal was reingeschickt. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt einen Contentplan für euer Social Media oder für euer Instagram erstellen. Und jetzt habe ich zum Beispiel ChatGPT einfach nur gefragt, erstelle mir einen Instagram-Contentplan für einen Volleyballverein für den nächsten Monat. Und dann sagt ChatGPT, natürlich mache ich das für dich. Und fängt dann an, mir einen Plan zu schreiben, was ich dann machen könnte, zum Beispiel hier in Woche 1, Montag, Mittwoch, Freitag, mit dann Ideen, was in dem Inhalt oder in dem Beitrag vorkommen könnte. Und wenn man sich das jetzt hier auch mal anschaut, sind echt wirklich gute Sachen dabei. Könnte man eigentlich genauso kopieren, in seinen eigenen Plan umsetzen und natürlich dann noch ein bisschen anpassen. Aber es ist halt genial, wenn man jetzt zum Beispiel vor der Aufgabe sitzt, erstelle einen Contentplan für deinen Volleyballverein und man überlegt sich dann, ja okay, was könnte man denn alles posten? Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und wahrscheinlich wird das Ergebnis auch nicht so super sein. Deswegen in dem Fall kann man halt so ein Tool nutzen, künstliche Intelligenz, der macht quasi die Denkarbeit für mich und ich kann mir dann anschauen, was er mir hier ausgibt. Und kann dann sagen, das hat mir jetzt vielleicht doch nicht so super gut gefallen, da würde ich lieber was anderes machen. Und das ist auch kein Problem, weil ihr könnt es ja dann auch einfach austauschen. Und genauso, egal was, also auch wenn es jetzt um Ideen geht, um Leute in euren Newsletter oder so zu bringen, ihr könnt einfach ChatGPT fragen, gib mir Ideen, wie ich Leute für meinen Newsletter gewinnen kann zum Beispiel. Und deswegen ist es halt echt ein unglaublich starkes Tool. Ist jetzt auch nicht, also das sind alles legitime Antworten. Natürlich, klar, man muss auch ein bisschen aufpassen. Manchmal sind die Antworten nicht so super, dass man sich komplett drauf verlassen kann. Aber gerade als Inspirationsquelle oder um so eine kleine Hilfestellung zu haben, ist sowas halt genial. Spart euch enorm viel Zeit, enorm viel Aufwand und ihr habt halt auch eine schöne Abwechslung dann drin. Und auch eigentlich für alle anderen Marketingbemühungen, die ihr habt, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, nutzt solche Tools wie das und holt euch Inspiration. Ihr müsst dann nicht genau das ausführen, was er euch sagt, aber zumindest habt ihr schon mal eine Idee und könnt daran dann vielleicht auch aufbauen. Ist auch meine Empfehlung, probiert da einfach mal ein bisschen rum. Fragt zum Beispiel ChatGPT ein paar Sachen, die euch interessieren. Auch wenn es allgemeine Sachen sind, kann man auch fragen. Und lasst euch da ein bisschen Inspiration geben, weil gerade für Leute, die jetzt alleine verantwortlich sind fürs Marketing, weiß ich auch, was das für ein Aufwand ist und für einen Druck ist. Auch und eine Verantwortung natürlich auch. Da ist es schon sehr, sehr hilfreich, wenn man auf sowas zurückgreifen kann. Hier gibt es wahrscheinlich dann zu ChatGPT auch vielleicht die eine oder andere Frage, weil das ist dann auch mehr oder weniger die vorletzte Folie. Ja, genau, das ist die vorletzte Folie. Gibt es Fragen zu ChatGPT momentan? Oder gibt es jemanden, der schon genutzt hat und dazu was sagen möchte? Ich habe hier eine Frage von Martin auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. ChatGPT. Ist das eine App oder was ist das? Also es ist quasi eine App, eine Applikation auch. Aber letztendlich, ChatGPT ist ein Large Language Model, nennt sich das auf Englisch. Das heißt eigentlich im Prinzip ein großes Sprachmodell. Man kann sich das so vorstellen, das ist eigentlich ein riesengroßer Computer mit einem riesengroßen Speicher. Also ist jetzt sehr banal ausgedrückt, so ist es natürlich nicht, aber der wird gefüttert mit unglaublichen Mengen an Informationen.
und speichert die dann ab und kann sie auch abrufen und kann halt auch sie nicht nur abrufen, dass er sie 1:1 wiedergibt, sondern kann sie auch in eigene Worte umfassen, zusammenfassen, umstellen, kombinieren und so weiter. Also alles, was man so ein bisschen in der Schule dann quasi früher gelernt hat mit Transferaufgaben, dass man das irgendwie da lernt und dann anders anwenden muss, sowas kann ChatGPT. Also im Prinzip ist es eigentlich eine riesengroße Datenbank. Es ist keine künstliche Intelligenz an sich, weil es keine neuen Gedanken hat, sondern eigentlich nur kombiniert aus Altem. Aber die Datenmengen sind so unglaublich groß, dass es für uns halt fast schwer fassbar ist, was da alles mit drin ist. Und wie ist der Link oder wie komme ich zu dieser App? Genau, hier einfach, man muss sich, glaube ich, nochmal davor, also man kann sich mit einem Google-Account anmelden, aber hier zum Beispiel, der Link wäre einfach chat.openai.com, aber auch wenn man auf Google sucht, ChatGPT, da wird man wahrscheinlich erst auf die OpenAI-Seite kommen, weil das das Unternehmen ist quasi, das ChatGPT an den Markt gebracht hat. Aber ist quasi nach der Anmeldung, ich glaube, man kann sich mit Google, mit Apple wahrscheinlich auch und auch so per E-Mail dann anmelden, ist quasi die Anmeldung ist kostenlos und die Basisversion von ChatGPT ist auch kostenlos und dann gibt es auch natürlich noch eine Premium-Version, weil hier zum Beispiel, das ist jetzt auch die Basisversion, also dafür muss man nichts bezahlen. Okay, danke schön. Ja, sehr gern. Hast du das schon mal für Bildergenerierung und Tongenerierung genutzt oder so Plugins? Bildergenerierung nicht. Also gerade ChatGPT, die kostenlose Version, kann das auch noch gar nicht. Die Vollversion, die man kaufen kann, die kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat, die kann das schon. Aber es gibt auch andere Tools, die das können. Aber da muss man zu sagen, dass die kostenlosen Basisversionen die Ergebnisse nicht ganz so super sind. Da muss man meistens dann schon auf die Kostenpflichtigen zurückgreifen und das wird für Vereine eigentlich uninteressant sein, weil man nicht so viele generierte Bilder braucht, weil man ja eh die Bilder hat, selber aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb und das Restliche sind dann Grafiken, die man zum Beispiel erkennbar machen kann. Aber das ist jetzt auch nichts, also so Grafiken, die man erkennbar macht, das würde man jetzt eigentlich nicht über so eine Bild-AI machen. Weil der eigentlich auch ein bisschen mehr Probleme mit Texten hat, also mit Buchstaben vor allem und so weiter, wenn man sich so Bilder generieren lässt. Sagen wir jetzt zum Beispiel eine Volleyballmannschaft oder so, dann wird wahrscheinlich die Zahlen und die Nummern oder die Buchstaben und die Nummern auf dem Ding unleserlich sein, weil der halt quasi alles kombiniert und dann ist halt ein Mischmasch aus Buchstaben und Zahlen und deswegen ist es dann auch zum Beispiel nicht mehr lesbar. Also dafür ist es jetzt nicht so relevant, sondern eher für so Textsachen, ja. Dann der Micha, will ich noch eine Frage? ChatGPT, die gute Frage, wenn man dort Bilder rauszieht, was ist mit dem Urheberschutz? Das ist eine interessante Frage. Da gibt es, glaube ich, auch noch keine offizielle Rechtsprechung. Aber da wird sehr heiß diskutiert und da geht es auch ziemlich heiß her mit Klagen, weil auch ChatGPT oder die anderen Modelle ihre Programme natürlich füttern und die füttern die mit urheberrechtlich geschütztem Material. Da ist ja dann klar, dass dann die Künstler oder Fotografen dann halt auch sagen, es kann ja nicht sein, dass quasi unsere Arbeit, die normalerweise quasi auch entschädigt werden muss, wenn man sie benutzt, dass die verwendet wird für solche Modelle, die dann neue Bilder generieren, die ja aber eigentlich aus alten Bildern generiert sind, dadurch ja eigentlich keine schöpferische Neuheit haben und dadurch eigentlich dann auch nicht unter das Urheberrecht fallen dürften. aber ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema und ich denke mal, dass da in den nächsten 1-2 Jahren bestimmt auch die ein oder andere Rechtsprechung kommen wird, die das dann quasi festlegt oder genauer beschreibt. Aber ist gerade noch ein bisschen in der Schwebe, sage ich jetzt mal. Also man sollte ja sich darauf nicht verlassen, sage ich mal, dass das urheberrechtlich einwandfrei ist. Aber ich denke jetzt mal, für euch gerade als Vereine werdet ihr nicht so viele KI-Bilder brauchen, dass das dann wirklich relevant ist. Grundsätzlich natürlich, auch jeder Homepage oder alles, was ich sonst veröffentliche an Bilder, ist genauso kritisch. Muss man wissen, dass man praktisch nicht von irgendwelchen dritten Seiten das nimmt, sondern nur seine eigenen Bilder. Also vielleicht für alle so ein kleiner Tipp da diesbezüglich. Auch wir durften schon zahlen.
Als Konkurrent. Okay, ja, also klar, das ist wichtig, Urheberrecht. Auch wenn Bilder öffentlich im Internet zugänglich sind, heißt das nicht, dass man die auch verwenden darf, natürlich. Wenn ich jetzt das Material dann nochmal zusammenstelle, quasi als PDF, ich schreibe es mir nochmal auf. Es gibt aber sehr, sehr gute Seiten, die Bilderdatenbanken haben mit sehr, sehr hochqualitativen Bildern, die kostenlos verwendbar sind, weil die Fotografen oder die Urheber das auch so wollen, dass ihre Arbeit verwendet wird, als Werbewirkung natürlich für sie selbst dann auch. Und da gibt es auch dann super Bildmaterial und so, auf das man zurückgreifen kann. Deswegen ist es gar nicht notwendig, irgendwie irgendwo was zu klauen, jemand anders zu verwenden. Danke. Ja. Gern. Gut, wenn dann noch keine, oder sonst im Anschluss kann man ja auch noch mal kurz, hier kommt, glaube ich, eine Frage. Zwischen das Tor. Lese ja einmal kurz vor, hier vom Heiko. Wovon machst du es bei Instagram abhängig, wann du einen Feed oder eine Story einstellst? Ein Feed oder eine Story? Das kann man, also mein persönliches Ding ist, Stories sind ein bisschen freier. Also da kann man ein bisschen kreativer sein. Da muss man sich nicht so ganz immer festnageln lassen auf das, was man schon gemacht hat. Ich finde, Stories sind super für so Einblicke. Gerade an Spieltagen oder auch hinter den Kulissen beim Training oder auch bei Veranstaltungen und so weiter. Ist sehr gut für quasi Videos, die vielleicht zum Beispiel auch von einem Spieler oder so aufgenommen sind, die vielleicht auch mal ein bisschen verwackelt sind, wie man es halt auch kennt, wenn man es selber aufnimmt. Also da kann man, sage ich mal, bei der Qualität ein bisschen Abstriche machen und muss nicht ganz so darauf achten, dass alles in der Markenidentität ist. Und bei den Beiträgen muss man darauf schon viel mehr achten, weil die ja auch weiterhin verfügbar bleiben. Stories sind ja nach 24 Stunden auch gelöscht im Prinzip. Also wenn man da auch mal dann vielleicht daneben greift mit einer Story, ist das nicht ganz so wild. Bei den Beiträgen im Feed, das bleibt halt länger da. Und da sollte man dann schon auch ein bisschen sich mehr Gedanken machen, was man postet, wie man es postet und auch wann man es postet. Aber ja, also Stories mache ich oder finde ich gerne für vergängliche Sachen, wo man jetzt auch nicht unbedingt haben muss, dass die in 2 Monaten noch abrufbar sind. Und bei Feed oder bei den Feed-Beiträgen sind es eher Sachen, wo man auch will, dass sich das auch jemand zum Beispiel in einem halben Jahr noch anschauen kann, wenn es jetzt ein Spielerinterview ist oder was anderes Interessantes, wo man will, dass es halt auch bleibt. Und bei den Stories kann man halt auch mal ein bisschen, ja, quasi mal ein bisschen was Verrücktes zum Beispiel auch machen oder mal was Neues ausprobieren und gucken, wie die Leute es annehmen. Ja. Sehr gut, Frage beantwortet. Heiko hat dank dir geschrieben. Dann Martin noch. Ja, ich habe noch eine Frage an Henrik. Inwiefern ist es wichtig oder eben halt nicht wichtig, ist es wichtig, Vereinsverantwortliche in verschiedenen Funktionen mit Bild und Adresse oder sowas in einer Homepage oder so auszustellen, hinterlegen? Also ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht essentiell wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat im Verein, der sagt, er würde da gern sein Gesicht bereitstellen, um es auf die Webseite zu packen. Ich empfehle meinen Kunden auch immer bei den Kontaktmöglichkeiten, wenn jemand sich bereit erklärt, da sein Bild zur Verfügung zu stellen, dass es immer hilfreich ist, weil wenn ich auf eine Webseite komme und ich habe Fragen, und ich sehe dann die Kontaktmöglichkeiten und sehe dann nur irgendwie info@vlw.de, dann überlege ich mir halt vielleicht zweimal, schreibe ich da jetzt hin, bei wem komme ich raus, kriege ich überhaupt die Antwort, die ich brauche. Und wenn da ein Gesicht ist, das daneben steht und vielleicht auch noch lächelt und dazu schreibt man irgendwie, stell mir deine Frage oder so, oder wir beantworten alle deine Fragen gerne, dann hat man halt eine kleinere Hürde, tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Also ich finde das immer positiv. Es ist jetzt aber auch nicht super Pflicht, wenn die Kontaktmöglichkeiten dann zumindest so prominent sind, dass es halt sehr einfach ist, Kontakt aufzunehmen. Danke. Aber ich finde, also schaden kann es nie. Vor allem, wenn es sympathische Gesichter sind, dann, die vielleicht nicht grimmig gucken, sondern auch lächeln, dann ist es immer ein positiver Aspekt, würde ich sagen. Weil ein Verein ist ja auch gerade schon ein familiäreres Umfeld als ein Unternehmen vielleicht auch. Und da will man ja auch diesen persönlichen Bezug und persönlichen Kontakt haben.
Super. Keine Fragen mehr. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter. Wir sind auch schon, haben schon die Zeit gerissen, also. Ja, dazu kommt auch die letzte Folie. Danach können dann auch nochmal Fragen gestellt werden oder es gibt dann auch natürlich die Möglichkeit, mich per E-Mail oder so dann nochmal anzuschreiben. Quasi nochmal als Fazit so vom allgemeinen oder vom Vortrag allgemein, ist eigentlich, was ich euch gerne mitgeben würde, dass man auch mit begrenzten Mitteln, mit begrenzten Ressourcen, kann man gutes Marketing betreiben. Man muss natürlich wissen, welche Tools man nutzen kann zu seinem Vorteil, um sich da die Arbeit oder den Aufwand dann auch möglichst klein zu halten. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, auch wenn man nicht so viel, vielleicht nicht keine Ausbildung hat oder alles Mögliche. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, ein paar Tools ausprobieren. Und dann bin ich mir sicher, dass da relativ schnell dann auch was Sichtbares rauskommt und man merkt, dass da ein Fortschritt entsteht. Und warum ich natürlich auch immer sage, dass Marketing halt wichtig ist bei meinen Kunden, das ist die Bindung oder die Verbindung zu den Kunden. Also zu den Kunden, meinen Kunden natürlich dann stärkt oder im Umkreis dann vom Verein mit den Mitgliedern. Und ich glaube, für euch als Verein ist ja auch interessant und wichtig, dass ihr die Mitglieder, die ihr schon habt, möglichst lange im Verein auch behaltet, die dann vielleicht sogar bis an ihr Lebensende im Verein verbleiben und quasi gerne Mitglied sind, auch wenn sie vielleicht die Angebote selbst nicht mehr nutzen, aber trotzdem noch dabei sein wollen. Und ja, die Attraktivität wird halt deutlich gesteigert, um auch neue Mitglieder zu gewinnen oder Sponsoren zu gewinnen oder die Sponsoren vielleicht dazu zu bringen, noch ein bisschen mehr zu investieren. Was halt sehr wichtig im Marketing ist, deswegen bin ich da vorhin auch nochmal auf das Grafikdesign dann explizit eingegangen. Die Konsistenz ist wirklich enorm wichtig. Wenn ihr quasi die Einheitlichkeit durchzieht über alle Kanäle, dann werden eure Mitglieder und Fans euch immer und immer wieder erkennen. Und wenn ihr da halt quasi durcheinander werdet und mal so eine Schriftart, mal groß, mal klein, mal blau, mal grün, dann werdet, also die Fans können dann ja gar nicht euch wiedererkennen, ist ja gar nicht möglich dann auch. Und ich finde, das sieht dann auch irgendwie immer ein bisschen zusammengeschustert aus. So eine Einheitlichkeit, das zeigt halt schon auch ein bisschen Professionalität. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr positiver Gesamtaspekt dann von dem Ganzen. Und was auch sehr wichtig ist, gerade im Social Media Marketing oder auch allgemein im Marketing, dass man die Leute, um die es geht, auch so gut es geht einbezieht und auch immer wieder dazu auffordert, dass sie selber was machen und mit euch quasi in Kontakt treten, in Diskussionen treten, ihre Meinung wiedergeben oder auch mal abstimmen können, vielleicht für irgendwas. Dass man sie halt immer möglichst versucht mitzunehmen, ob es jetzt dann digital ist oder auf einer Veranstaltung, dass halt immer dieses Gemeinschaftsgefühl da ist und man halt im Dialog ist, dass nicht nur einer immer derjenige ist, der erzählt, der Verein zum Beispiel über die Spiele und alles Mögliche, sondern dass beide Seiten die Möglichkeit haben, ein bisschen auch was zu sagen und halt einen Dialog dann auch zu haben. Deswegen, das sind so, finde ich, die wichtigsten Punkte, die ich euch mitgeben würde. Und natürlich auch gerne, wenn jetzt im Anschluss noch Fragen aufkommen oder vielleicht irgendwie nachts dann als Gedanke kommt, könnt ihr mich auch immer noch gerne erreichen per E-Mail oder auch per Handy, per Telefon. Stehe ich auch noch gerne für Fragen offen oder auch für Beratung, je nachdem. Genau. Ja. Und ansonsten, je nachdem, wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann gerne noch Fragen stellen. Und ansonsten würde ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit bedanken. War jetzt ja auch ein bisschen lang für einen Donnerstagabend, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen für euch und ja, könnt vielleicht dann auch euer Marketing-Game in nächster Zeit ein bisschen aufpolieren. Genau, auch von meiner Seite schon mal vielen Dank an Hendrik. Wir sind jetzt schon 10 Minuten über der Zeit drüber, deswegen habe ich auch,
auch keine, gerade keine hier Fragen, sehe ich zumindest. Hat noch jemand hier Fragen oder möchte dann, wie gesagt, wir schicken die Präsentation im Anschluss rum. Wir versuchen das Video auch natürlich dann entweder in dem Zug und natürlich, wie gerade eben schon gesagt, wir überlegen, wie wir das am besten auch unseren anderen Interessenten noch zur Verfügung stellen können. Auch das Video dann. Also da werdet ihr auf jeden Fall im Nachgang noch von uns hören. Und ansonsten, wie gesagt, wenn keine Fragen mehr da sind, dann würde ich gleich unsere Runde hier beenden. Wie gesagt, denkt dran, am 22.11. Lennart Löscher vom VfB, vom Kicker, über das Thema auch, vor allem das Thema Social Media, aus begrenzten Mitteln viel machen. Wie gesagt, die Reihe, die wir jetzt hier haben, habe ich auch allen Referenten immer mitgegeben. Wir versuchen, den Vereinskontext mit einzubeziehen, also möglichst kostengünstig, möglichst mit wenig Ressourcen, was halt in unseren Vereinen üblich ist, dass man die Dinge umsetzen kann. Hat noch jemand eine Frage? Nein? Dann vielen Dank, Hendrik, für deine Zeit, für den Vortrag. Ich glaube, wir Danke. Dadurch, dass wir jetzt auch schon länger dran sind, denke ich, das war für alle sehr interessant. Und wie gesagt, wir werden das dann auch immer zur Verfügung stellen. Ja, super. Ja, dann allen noch einen schönen Abend und wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten sind noch offen. Falls jemand Fragen hat, gerne einfach formlos durchschicken. Ich glaube, ich weiß dann Bescheid. Genau. Also keine Scheu. Danke euch, schönen Abend. Danke. Danke. Dank. Tschüss, schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Gut.